Lukas fragt Beatsmeet: Wie fandet ihr den Warcraft-Film? Ich fand den Film tatsächlich nur mittelmäßig gut. Es war ein Fantasy-Film, ein mittelklassiger Fantasy-Film, der tatsächlich vom Namen gelebt hat. Die Liebe zum Detail, die war definitiv da, ja, muss man sagen. Ist halt echt für Fans der WoW-Reihe, war es eine super Verfilmung meiner Meinung nach. Ich bin jetzt einer, der erst so ab der Story vom Warcraft 3 plus so ein bisschen das, was WoW da ist, so nebenbei. Also ein bisschen weiß ich was, aber nicht die ganzen Zusammenhänge mit Tausenden von den Drachen und Tausenden von irgendwelchen bösen Zauberern, Legionen oder sonstigen. Da kenne ich die Zusammenhänge halt nicht. Die Effekte waren ganz cool. Die Teleportzauber zum Beispiel von Khadgar waren ganz okay. Aber um es jetzt mit einem Herr der Ringe zu vergleichen, ja, stinkt halt Warcraft meiner Meinung nach schon hart ab. Es war jetzt nicht der schlechteste Film, den ich gesehen habe, aber ich war jetzt nicht ultimativ geflasht, muss ich zugeben. Ja, so Fragen sind doch gut. Mensch, die sind easy zu beantworten. Warcraft-Film war geil. Ich habe ihn mir 3-mal angeguckt. Jay fand ihn nicht so geil, weil Jay hat nämlich, keine Ahnung, der findet auch Transformers scheiße. Alle Teile. Dabei ist eigentlich nur der letzte Teil richtig kacke. Und der vorletzte ist auch nicht so gut. Aber die ersten beiden, die waren geil. Und der Warcraft-Film, der war auch geil. Ich fand den Warcraft-Film echt fett. Also ich stehe ja total auf diesen Warcraft-Lore-Zeug und auf die Spiele und alles. Der Film hat gut ausgesehen. Der hatte durchaus zwischendurch mal so Momente, wo ich auch mir dachte dann so, okay. Aber im Großen und Ganzen, ich fand den geil. Also die Kritiken, die öffentlichen Kritiken sind für den ja nicht gut, muss man einfach sagen. Aber wenn man halt mit diesem ganzen Käse nichts anfangen kann und auch nicht weiß, wo und was das überhaupt herkommt, ich darf jetzt überhaupt nicht spoilern, ne? Weil ein paar Sachen waren ja auch im Film nicht wie im Grunde genommen dann im Endeffekt, haben sie ein paar Sachen abgeändert. Aber mal ganz ehrlich, also Chris Metzen hat ja mit dran gearbeitet und das ist ja auch im Endeffekt deren Recht, sich das so zurechtzubiegen, wie die das haben wollen. Vielleicht gibt es ja auch noch einen Nachfolger und dann muss das so sein, ne? Ich fand den spitze. Ich habe den 2-mal geguckt. Das erste Mal saß ich neben Tenendo, wir haben uns die ganze Zeit angegrinst und diese ganzen Anspielungen, also zwischendrin sieht man ja beispielsweise mal irgendwie im Wald von Elvin sieht man so einen Versammlungsstein und so einen Kram oder Murlocs und die Charaktere, die halt vorkommen, ach, ich fand das toll. Also die dürfen gerne Nachfolger machen, wenn sich das finanziell lohnt. Noch nicht gesehen. Also ich bin jetzt nicht auch allzu heiß drauf, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, die Leute, die den Podcast gehört haben, wissen das. Warcraft Lore ist jetzt für mich nicht besonders spannend, so wie die meisten Blizzard-Sachen. Deswegen werde ich das Video jetzt hier nicht voll machen. Fucking awesome. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Perfekter Fanservice-Film. Ende der Aussage.